Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter und auch gleichzeitig zu einer neuen Aufnahmesession. Jo, wir sind ja mittlerweile gar nicht mehr so schlecht mit unserem Laden unterwegs und ja, auch heute wieder werden wir in den Dungeon aufbrechen und versuchen alte Knollen zu finden, ne? Weil die brauchen wir ja für einen Auftrag. So, die modifizierten Samen haben wir schon, die wir jetzt als erstes brauchen, aber die Knollen wären auch super und die sollen ja, glaube ich, in den goldenen Schatztruhen eher zu finden sein, ne? Jo, wird schon werden. So, wir gehen wieder zurück in den Dungeon. Es dauert ein bisschen, bis es geladen ist. Jo. Horuk. Na, los. Hü-hot. Geht schon. Yeah. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hoppala, ich hab den... Ach so. Stimmt, ich wollte auch mal den Bogen ausprobieren eigentlich, ne? Aber ich glaube momentan, boah, ist mir Schwert und Schild lieber, alter Schwede. Kriegst schon voll auf die Gosch. Ja, unfassbar. So, sehr gut. Müsste soweit passen. Schauen wir gleich mal runter, ob es da was gibt. Nein. So, der hat sich das erledigt. Autschi. Und also der und der. Und du bist auch gleich fertig. So. Ja, mit dem Schwammerl. Gut. Was haben wir drin? Ja. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das glaube ich weniger. Hebt den Flucheffekt auf. Schau mal, was da drin ist. Konservierte Wurzel. Ja, ist okay. Ist okay. So. Okidoki. Zack. Schauen wir hier noch runter. Da ist auch nichts. Okay. Zack, zack. Kaputt. Zack, zack, zack. Kaputt. Au. Zack, zack. Auch kaputt. So muss das ausschauen. So, her mit den Sachen. Da ist uns nix. Aha, hier unten haben wir was. Aber zuerst nochmal den Gegner platt. Jetzt schauen wir uns unten um. Hier haben wir eine Schatzkiste. La la la. Ui. Ha, boah, das war ein schöner Schlag. Boah, die halten gar nichts mehr aus, ne? Schön. Vielleicht können wir auch uns irgendwann mal trauen, dieses große Schleimmonster zu besiegen. So. Und was haben wir drin? Nochmal diese konservierte Wurzel und Dünger. Super. Und tschüss. Gut, hier sind wir fertig. Waren wir jetzt hier drüben schon? Ich glaube nicht, oder? Doch. Doch, da waren wir schon. Passt alles. Doch, doch. Da waren wir drüben. La 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 la. Au. Ja, ja, ist schon gut. Dann gehen wir hier rauf. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Schauen. Haben wir alles? Ich glaube. Hä? Die Truhe verstehe jetzt nicht. Habe ich die unabsichtlich schon geöffnet? Egal. Gehen wir da lang. Den machen wir zuerst kaputt. Der ist nervig. Na, den Schleim will ich auch gleich kaputt haben. Super.
aber her mit die Schwammerli. Was hat denn das Skelett für uns? Nix. Naja, auch eine Möglichkeit. Okay, die Truhe ist kein Feind, aber dann können wir nachschauen. So. Jetzt kriegen wir da aber schon ganz schön aufs Maul. Alter, Alter, Alter. Ist schon gut, ist schon gut. So. Wir sind voll, sehe ich das richtig? Was könnten wir denn entsorgen? Die da? Das ist neu, oder? Pure Säure. Na, die hatten wir schon. Pure Säure. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, zu versuchen, dieses Zeug zu sammeln. Das ist beinahe alles. Na schön. Hoffentlich macht das kein Loch in unseren Rucksack. Das wäre scheißlich. Scheißlich ungut. Jo. Ist der Pilz was wert? 60, jo. Ja. Der ist 100 wert. 60. Schleifstein, okay. Halt. So. Schluck. Nehmen wir das mit, weil die Sachen brauchen wir. Ich würde sagen, wir machen hier am Eingang. Halt. Die Truhe noch. Aufmachen, bitte. Oh je. Das war, glaube ich, nichts gute Idee. Warte mal, was haben wir denn hier? Flucheffekt wird aufgehoben. Das könnte man theoretisch hier nutzen. Dann kann man die schon mal stacken. Dann nimmt man das hier. Ist das was wert? Halt. Jo, das ist was wert. Bist du was wert? Ja, eigentlich auch. Ah, ich sehe was. So, stacken. So, zack. Ach ja, das braucht ja einen bestimmten Platz. So. Jetzt brauche ich nur noch Platz für den hier. Das habe ich noch gar nicht versucht zu verkaufen so. Oh, das muss ich auch noch nachholen. Nehmen wir die Pilze. Das ist eigentlich eh mehr so... Ja. Nehmen wir das mit. Ich bin gerade... ja. So. Jetzt habe ich es. Um die Gegner hier optimalst resetten zu können, werde ich jetzt einfach wieder zurückgehen in den Hauptgang hier. Dann können wir die ganzen Gegner nochmal klatschen. So. Das bedeutet, wir hauen wieder ab. Ja, bitte. Und machen die Gänger da gleich nochmal. Schluck und futzen wir. Ja. So. Sobald wir die nächste Ebene erreichen können, werden wir es natürlich auch betreten. Bam, bam, ba, ra, ram, bam. Jetzt muss ich nur kurz auf die Karte klupschen. Ist jetzt schon der Tag? Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Wir sind am 10. Tag. Das heißt, wir dürfen noch einmal in den Dungeon gehen. Und dann müssen wir hier diesen Auftrag erfüllen. Eigentlich beide Aufträge. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten, ne? Nix damit faul. So, rausgeschmissen das ganze Zeug. So... Hat. Das hat schon alles so gut wie niemand Platz. 5 Tränke haben wir mit, das wollte ich auch jetzt schon. So, den Rest hauen wir halt mal Gottes Namen hier rein. So, und nichts wie weg. Nächste Runde, nächstes Glück. So. Bam, ba, ram, bam, ba, ra, ram, bam, ba, ra, 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 ram.
Dann klatschen wir es nochmal die Gänge durch. Aber diese mit ein bisschen mehr Tempo. Es ist halt echt, aua, echt schade, ne? Hoppala! Es ist halt echt schade, ich glaube schon mal kein Damage, dass der Rucksack nicht größer wird, ne? Das wäre halt echt geil. Aber dafür haben wir ja eh die Portale nach draußen, die wir dann immer nutzen können. Das ist ja eigentlich eh in Ordnung. So. Hier nochmal schön alles clearen. Ein bisschen mit Tempo. Zack, zack, zack. So, sehr gut. Diese Blätter haben wir eh recht. Aua, selten wollte ich sagen. So. Auch durchschwammen. So. Passt. Nächster Raum. Zack, zack. Zack, zack. Au. Und zack, zack. Sammeln, sammeln, sammeln und weiter geht's. Zack, zack, hoppala. Zack, zack. So, halt, Sibling. Jawohl, erwischt. So, dann gehen wir da rauf. Nichts passiert. Und weg. So, nächster Raum. Hoppala. So, da oben. So. Sehr fein. Den haben wir auch, wie es gehört. Dann hier rüber. Da. Autsch. Alter. Unfassbar, ne? So, du auch. Sehr gut. So, den haben wir auch. Und nächster Raum. So. Au, 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 au. So. Autsch, 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 autsch. So. Und hier. Zack, zack. Na, würdest du bitte? Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal, was es hier drinnen gibt. Ich sollte vielleicht vorher noch was trinken. Achso, das ist nur der Raum. Ich dachte schon, das wäre so ein... Hä? Jetzt? Mehr Muster und Geheimnisse. Das ist jetzt schon der Golem-Dungeon, oder? Ich habe jetzt echt gedacht, die gäbe es ein paar Monster. Hoppala. Entschuldigung. Das habe ich dann falsch verstanden. So, dann gehen wir in den Ruf. Gehen wir uns mal gesund machen. So, und weiter geht's. Zack, zack. Den haben wir schon mal. Alter. Zack, zack. Den haben wir auch. Na komm her. Zack, zack. Den haben wir auch. Und zack, zack, zack. Den haben wir auch. Alter, dieses Gift, ne? So, was haben wir hier Schönes? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das glaube ich weniger. Auch hier glaube ich, das glaube ich nicht, dass du das machen wirst. Was haben wir hier? Flucheffekt zerstört. Kann man irgendwas decken? Noch nicht. Das heißt, wir werden das aufbehalten für später. So. Gut. Dann geht's. Hierauf. Ich wollte gerade überlegen, ob ich nochmal baden gehe. So, aua. Ob ich. Alter, das leckt gerade ein bisschen. Wieder mal. Ich wollte gerade überlegen, ob ich baden gehen sollte. Da haben wir es im nächsten. Ja, ich gehe noch einmal schnell baden. Uah, Vorsicht, nicht ins Gift. Oh, ja. Das ist angenehm. Sehr gut. Fast ganz gesund. Zack. Und wir gehen in die nächste Ebene. Und tschüssi. So. Grüß euch. So, dann schauen wir uns hier mal um, ne? Alter. Ich wollte gerade den zusammenschlagen, ne? Na komm. Das vergeht, versemmle ich das wieder voll.
Alter. Soll man das einmal ganz episch machen? Nix da. So. Geht ja. Zack, zack. Dann haben wir schon mal erfolgreich ausgeschalten. Mein Loot, mein Loot, mein Loot. Den ich mal schnell kaputt hauen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Super. Haben wir hier irgendwas im Strauch drin? Nix. So, dann nehmen wir... Halt, da war was. Nein. Hoffentlich ist es noch... Au. Au, 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 au. Mistviecher, Lentix. So. Schnell einsammeln. Komm her. Jetzt muss ich dann schnell nachschauen, ob das noch da ist. Da war eine Wurzel, ich habe sie zu spät gesehen. Eine Wurzel. Für uns. Ich habe einen Frosch im Hals. So, zerstört einen Gegenstand. Das glaube ich nicht. So, dann machen wir es mal so. Dann nehmen wir das mit. Und das natürlich auch. Stacken kann ich nichts noch, oder wie? Ich kann nur versuchen, zu schauen, was das wird. Stroh. Ich werde den einen Gegenstand hier, den nehme ich mit. Den mache ich kaputt. Ja, wir sind wieder voll, ne? Wir haben keine einzige Knolle. Ich gehe wieder zurück in den Hauptraum. Naja, voll. Okay. Und wir porten uns ganz schnell wieder raus. So. Ja, bitte. So. Bringen unsere Sachen wieder in Sicherheit. Ich will da durch, bitte. Danke. Ja. Bringen unsere Sachen schnell in Sicherheit und kehren dann sofort in den Dungeon zurück. Wir haben kaum Knollen. Also wir haben nur 2 Stück Knollen. Das ist echt wenig. Oh, es ist schon wieder Nacht. Das ist die vorletzte Chance, an Knollen zu kommen. Hier habe ich auch keine rumliegende. Nein. Niemals nicht. Gut. Dann einfach mal rein mit dem ganzen Zeug hier. Habe ich noch Tränke? Nein. Okay. Schaut nicht danach aus. So. Da wird auch alles reingeballert. So. So. 2 Tränke habe ich verschustert. Das heißt, ich werde jetzt ganz fix, nur damit wir 2 weitere haben, also 2 uns herstellen lassen. So. Oh, die hat auch was Neues. Hallo. Tränke und Verzauberungen. Alles hausgemacht. Ja, ja. Was willst du heute herstellen? Tränke. 2. Ja, bitte. Die Firma dankt. Ja. Was haben wir hier eigentlich? Geleitet zur nächsten Ebene des Golem Dungeons. Den Trank verstehe ich nicht. Ich meine, wo war der? Der Trank ist logisch, aber der deckt den Golem Dungeon auf der Karte auf. Das verstehe ich nicht. Vielleicht, wenn man in einem Dungeon ist, dass man weiß, wo der Zugang zum Golem Dungeon ist, dass man switchen kann. Ich habe keine Ahnung. Stellt alle Lebenspunkte wieder her. Eine unerlässliche Mixtur im Dungeon. Da fehlen uns noch 2 Sachen. Tech-Dungeon hat es geheißen. Da gibt es halt wahrscheinlich noch da Elektrozeugs. Okay. Danke.
Ich will nur schnell schauen, können wir irgendwas verzaubern lassen? Tatsächlich? Ja, wäre leistbar. Werden wir auch machen. Tada! Dann wäre unser Bogen, glaube ich, nicht so schlecht, ne? Ja, bitte. Geht nochmal. Oi. Ja, ich glaube, das war ein Blödsinn von mir. Na, ich will das nicht machen. Ich will ein bisschen Geld sparen noch. Für eventuelle Fluchtmöglichkeiten aus den Dungeons. So, nichts mehr zurück. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Schaden. Und auch unser Bogen ist ein bisschen besser. Aber er kommt halt noch nicht zu Schwert und Schild dran, weil den müssten wir erstmal aufwerten, ne? La da ba ba beim Schmied. Aber das machen wir später. So, jetzt sind wir wieder da. Bald Dungeon Ebene 2 erst. Ich muss Gas geben, wir müssen noch Level 3 schaffen. Weil dort gibt es die goldenen Truhen und ich hoffe, dass wir dort die Kronen kriegen. Oh, ist alles hin? Alles hin. Unterbrechen. So. Halt, da ist noch was. Halt. Danke. So, nächstes Mal gehen wir Fullgas. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und der nächste Raum. Zack, zack. Alter. Zack, zack, zack. So circa in etwa. So ist fein. Den haben wir schon. In dem Raum da oben waren wir. Waren wir auch. Okay. Na, da ist nichts mehr Neues. Dann hauen wir wieder ab. Ram-ba-ba-ba-ram. Steht hier noch das Portal? Na. Da ist nichts mit Portal. So, zack, zack. Zack, zack. Zack. Eine Notiz für uns. Was steht denn hier? Ich kann einfach keine alte Knolle in Holz- oder Eisenkisten finden. Vermutlich muss ich Goldkisten finden. Die gibt es aber nur in Kammern voller Artefakte. Mal schauen, was es hier unten gibt. Nix. Gut. Nächster Raum. Zack, zack. Und den da machen wir auch Platz, selbst freilich. Zack, zack. So muss das ausschauen. Nächster Raum. Zack, zack. Ah, ich steck fest. Ich steck fest, ich steck fest. Du Gauner, du. Unfassbar. Alter. Alter, da ist ja noch einer. Den Kleinen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Du Gnauser, du da oben. Weg mit dir. So. Wird zerstört, ne? Ja. Das heißt, du kommst dahin. Beide wollte ich eigentlich. So. Zack und zack. Super. Und nächster Raum. Aha, das ist was Besonderes. Au. Zack. Zack, zack. Dann schauen wir uns da unten mal um. Was haben wir denn da? Oh, einfach nur sowas. Supi. Ein paar Items für uns. Nichts wie weg. So, den Raum hätten wir jetzt auch fertig. So, hoppala hopperchen. Hoppala hopperchen. Und darüber. So, hallo. Sehr gut. Den Raum hatten wir hier auch noch nicht, ne? Mit diesen vielen Baumstümpfen da. So, den Stümpfen brauchen wir noch nicht. Gehen wir rauf. Zack, zack. Zack, zack. So, was haben wir hier drin?
Wird zerstört? Jawohl. Wird wieder zerstört? Alter. Was ist mit dir? Fluch wird blockiert. Schauen wir mal, ob was deckbar ist. Nein. Dann werden wir das hier verschrotten. Und nehmen wir das mit. Voll sind wir schöner. Unglaublich. Das heißt, ich muss eigentlich schon wieder raus. Wir werden nochmal, wir werden uns im nächsten Raum noch anschauen. Vielleicht haben wir noch Glück und können was decken, aber schaut nicht aus. Zack, zack. So, zumindest für die, da haben wir schon mal keinen Platz mehr. Dann werde ich die hier noch opfern. So, dann können wir die mit aufsammeln. Es wäre halt echt schön, die nächste Ebene zu erreichen. Oh, hoppala. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerettet. Ich dachte, da wäre doch ein Raum, den wir geklärt hatten. Aber das stimmt nicht. Nicht, das stimmt da. Mann, warum wird dem alles zerstört? Dieses Fragezeichen hätte ich noch gerne mitgenommen. Muss ich mal kurz den Rücken kratzen. So. Dann werde ich das hier entsorgen. Und ich glaube, auch die hier. So. Unglaublich. So, also, du kommst mit. So. Das sind ja doch alles recht wertvolle Gegenstände. Die möchte ich ehrlich gesagt nicht gerne zurücklassen. So, nächster Raum. Und dann schaut schon aus, als wenn Ebenenwechsel wäre bald im nächsten. So. Au. Sehr gut. Denn diesmal lassen wir stehen. Und wir machen schnell einen Ebenenwechsel. So. Es ist, glaube ich, jetzt nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es hat sich aufgehängt. Sehr gut. Abermals werden wir den Dungeon gleich verlassen. Ja, bitte. Weil es wird jetzt da, glaube ich, dark sein. Und wir müssen ganz schnell Handel betreiben. Ich hoffe nur stark, dass das stehen bleibt. Aber ich glaube schon, ne? Das Portal bleibt, glaube ich, stehen. Ich hoffe sehr. Das wäre sonst jetzt gerade ein schöner Verlust gewesen. Und wir haben Tag, natürlich. Es ist jetzt der Tag, wo wir, genau, wo wir verkaufen, also wo wir Handel treiben müssen. So. Dann haben wir mal das ganze Zeug hier rein, was noch Platz hat. Na, so wollte ich das jetzt nicht machen. Ehrlich nicht. Das war's. Okay. Wir werden dann aber auch den Part beenden, würde ich vorschlagen. So. Und ich werde noch schnell ein paar Tränke machen gehen für die Helden. Und im nächsten Part werden wir hier schnell Handel treiben. Und dann hoffe ich, dass da oben der Dungeon-Eingang stehen bleibt, also unser Portal. Oh. Achso, ich frage mich gerade, ob das neu ist. Nee, passt schon. So, lala. Hallo. Ich würde gerne ein paar Tränke machen lassen. Ja, 20. Passt. So.
kein Gebrauchtpass. Gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, dann belassen wir das so für heute und machen morgen. Verstehst du? Morgen. Morgen machen wir dann weiter mit unserem Laden hier. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.